Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du manipuliert und verarscht wirst. Und wenn du dir nach dem Video sagst, das, was die Leute, die Moderatoren da sagen, das ist irgendwie nicht so ganz das, was da gezeigt wird, dann solltest du dich im Allgemeinen mal hinterfragen, was so die Öffentlich-Rechtlichen und generell die Berichterstattung teilweise so schreibt. Ob das dann auch alles so stimmt? Im heutigen Video geht es um ein Hochwassergebiet, wo der Kanzler vorbeikommt. Und eine Anwohnerin, die nicht wirklich aggressiv ist, macht ihrem Unmut Luft und sagt, was sie über den Kanzler denkt. Und wenn man sich jetzt einmal anguckt, wie beispielsweise das Ahrtal behandelt wurde, als dort die große Überflutung war und wie es jetzt aktuell dort aussieht und sich nicht wirklich darum gekümmert wurde und jetzt die Politiker wieder in die Krisenregion fahren und sagen, ja, wir sind die großen Heilsbringer, wir retten euch, dass die Leute nicht begeistert sind, ist ja wohl logisch. Wir gucken uns einmal kurz den Clip an. Lass uns vielleicht auch noch mal einen Blick werfen auf die aktuelle Lage, was diese Pegelstände angeht. Denn ich glaube, die Aller ist ja inzwischen etwas am Sinken. Da hören wir es auch schon, eine Bewohnerin, die sagt, den Kanzler, den brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Also schon auch Kritik, mit der er wahrscheinlich dann da rechnen muss, Gerrit. Aber lass uns noch mal schauen eben auf die Entwicklung beim Hochwasser. Fahren Sie mich nie an. Nimm deine Finger weg. Entschuldigung, wir müssen mal eben ganz kurz, kannst du die mal eben weghalten? Kannst du die bitte? Das ist eine etwas aggressive Anwohnerin, die wir da offenbar sehen. Genau, wir gucken also mal, wir merken hier, dass wir gerade ein bisschen Probleme haben, dass hier auch die Bevölkerung natürlich auch unangenehm ist und natürlich den Kanzler nicht hier sehen wollen. Nein, wir brauchen den hier nicht. Die Polizei da ganz kommt kurz die dazu Polizei holt, entsprechend. Das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, auch nötig. Gerrit, genau. Vielleicht warten wir ganz kurz, bis sich diese Situation da mal aufgelöst hat. Also man merkt das schon. Das Ganze ist auch etwas kontrovers, jetzt dieser Besuch des Bundeskanzlers. So, die Polizei nimmt sich der Sache jetzt an. Gerrit, so, jetzt können wir vielleicht in Ruhe doch noch mal einen Blick auf die Situation des Hochwassers werfen. Naja, das Ganze ist natürlich auch eine emotionale Geschichte hier. Die Anwohner haben das Hochwasser und der Kanzler ist offenbar nicht von allen Leuten erwünscht. Die Bewohnerin ist sehr aggressiv hier, gerade wird von der Polizei jetzt zurückgehalten. Die Bevölkerung ist natürlich auch angespannt. Seit einer Woche ist das Hochwasser jetzt hier im Norden unterwegs und die Pegelstände sind weiterhin sehr hoch und die Leute sind besorgt. Und natürlich möchte man natürlich diese Kritik an der Politik jetzt natürlich auch kundtun. Es sind viele Bewohner sind jetzt hier und es bleibt natürlich angespannt. Und wir sind gespannt, ob diese Unruhe, die jetzt hier auch gerade entsteht, natürlich auch dem Kanzler gleich entgegenschlagen wird. Nun sehen wir es bei dir auch, Gerrit. Es regnet momentan zumindest glücklicherweise nicht mehr weiter. Ich glaube, die Pegelstände, die sinken auch etwas. Aber das Problem ist weiterhin dieser massive Druck auf die Deiche, oder? Na, ganz schön aggressiv, die Frau, oder? Also ich persönlich finde das sehr lächerlich. Aber es zeigt wunderbar, wie die Medien agieren. Und ja, wenn man halt nicht ins Bild passt, dann wird man einfach weggeframed. Man ist aggressiv, man ist ein Verschwörungstheoretiker. Wenn man etwas voraussagt, was dann nach ein oder zwei Jahren oder ein paar Monaten sich als wahr rausstellt. Oder man ist einfach rechtsradikal, wie beispielsweise die AfD in der Öffentlichkeit geframed wird. Man sollte sich immer stets ein eigenes Bild von solchen Vorwürfen machen und ich hoffe, ich konnte einige von euch einmal nur einen Anstoß geben, dass nicht alles in den Medien immer so ist, wie es vielleicht scheint. Und gerade wenn man geschriebene Medien oder eine Zusammenfassung von Situationen liest, wird dort immer eine gewisse Meinung vertreten. Diese ist natürlich eigentlich immer ampel- oder regierungsnah. Weil was würde das für ein Bild machen, wenn man beispielsweise eine andere Partei als besonders gut darstellt, weil sie dem Bürger vielleicht etwas Gutes möchte? Dann würden die Bürger ja auf einmal auf die glorreiche Idee kommen, sich von der Ampel und von der aktuellen Regierung abzuwenden. Und das möchte man natürlich
um alles in der Welt verhindern. Dann kann man auch schon mal eine besorgte Bewohnerin, die nicht begeistert ist und das auch zum Ausdruck bringt, einfach mal wegframen. Ich persönlich finde das absolut lächerlich. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das denn findest. Und spiegelt diese Frau vielleicht einfach nur den Unmut in der Gesellschaft wider? Aber so weit kommt die Medien und der Moderator nicht so wirklich. Sie wird einfach weggeschoben, es wird weitergemacht und es interessiert eigentlich niemanden. Nachher kann man dann schön in den Medien darüber berichten, wie man angegriffen wurde und wie radikal die bösen Bürger gegen die Medien vorgehen. Ja, ja. Macht euch immer ein eigenes Bild. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn du mit mir sprechen möchtest, in der Videobeschreibung ist ein Discord-Server. Dort bin ich wahrscheinlich mindestens einmal am Tag drauf und dort kann man sich mit mir unterhalten. Abonnier jetzt meinen Kanal, damit du auch keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und ganz wichtig, teile das Video, damit vielleicht noch mehr Leute anfangen, darüber nachzudenken, dass nicht alles, was einem in den Medien erzählt wird, wirklich 1:1 die Wahrheit ist. Daumen nach oben nicht vergessen und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.